Hallo, ihr Gewehrlinge! Jax, der Ex-Alp, die Bestie von Xagor, hatte sich in der letzten Episode am Außenposten der Kleriker im Südwest-Ignadon umgeschaut und hat den Elex-Lieferanten, denjenigen, der den Elex-Schmuggler im Hort beliefert mit Elex, identifiziert und hatte sich dann an seinen Sachen beteiligt. Oh, hier ist ja was. Du solltest das lieber lassen. Ach, Hagen, du hast überall Augen, oder? Warte mal kurz. Moment mal. Was machst du da? Kurz warten. Jetzt hat er gerade mir den Rücken zugedreht, der Gute. Okay, wo war ich? Ich war jetzt völlig abgelenkt. Also, ich habe den Elex-Schmuggler, nein, den Elex-Händler, wie nennt man das? Also der draußen ist, ist der Elex-Lieferant. Und der hier in der Stadt ist, das ist der Elex-Schmuggler. So. Aua, den Elex-Lieferanten habe ich identifiziert. Das kann man nicht aufheben. Scheiße. Doch, kann man. So. Den Elex-Lieferanten habe ich identifiziert und habe mit ihm gemeinsame Sache gemacht. Es fehlt noch der Elex-Schmuggler. Es ist Oswald, es ist Siegfried oder es ist Hagen. Wobei Hagen möchte ich ausschließen. Ich nehme an, das ist... Elex. Dass es Siegfried ist, weil der so eine Krallenandeutung gemacht hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ich hatte gedacht, dass ich von dem Lieferanten irgendwie gesagt bekomme, wer jetzt der Schuldige ist. Das ist aber nicht der Fall. Also offensichtlich scheint ja das Rätsels Lösung tatsächlich in diesen Protokollen zu liegen. Moment. Geh mal irgendwo hin, wo es leiser ist. Da unten ist es heißer, nicht leiser. Hier trampeln mir so viele Viecher rum. Gibt's hier irgendwo ein ruhiges Eckchen? Ruhig. Das hier ist gut. So. Ich muss mir nochmal diese Protokolle anschauen. Es kann doch irgendwie nicht wahr sein, dass ich das nicht rausbekomme. Dokumente. Das ist... Nein, das war richtig. Hier und da. Und dann war es irgendwo unten. Überwachungsprotokolle. Und Moment, nochmal. Wir lesen einfach nochmal die Queste. Halt. Questen sind da. Ignadon, zersetzende Kräfte, nächtliche Geschäfte. Ach, nächtliche Geschäfte. Ach so. Reinholds Männer haben einen Alexander ertappt. Der ist dann irgendwie vernommen worden oder den haben sie irgendwie in der Birne so zermatscht, dass er nichts mehr sagen kann. Dann wurden Dinge aus der fraglichen Nacht, Fragezeichen, protokolliert. Hier. Alles, was Reinhold mir über das Verbrechen sagen konnte, ist, dass es in der Nacht stattgefunden hat. Und ich habe jetzt die Überwachungsprotokolle von der betreffenden Nacht, richtig? Das heißt, diejenigen, die in der Nacht von den Wachen gesehen worden sind, sind aus dem Schneider, richtig? So, Protokoll. 1. Siegfried von morgen bis Mittag, das ist uninteressant. Hagen morgens bei der Grube, uninteressant. Oswald abends, uninteressant, abends ist nicht Nacht. So, zweites. Siegfried konnte gar nicht gesehen werden. Ganzen Tag. Also Hagen den ganzen Tag. Heißt Tag auch Nacht? Oswald mit der Axt, das hilft auch nicht. Und das dritte? Mittag bis morgen. Hier, Hagen wurde die ganze Nacht beobachtet. Der ist es nicht. Also Hagen ist definitiv aus dem Spiel. Oswald konnte morgens beobachtet werden. Oswald ist nicht aus dem Spiel. Und Siegfried? Ach, Moment mal. Siegfried wurde von mir von... Ach so, Siegfried wurde von Mittag bis Morgen beobachtet. Das ist ja nicht Morgen bis Mittag, das ist Mittag bis Morgen. Ach so. Also wenn das hier kein Fehler ist,
Und genau der Protokollschreiber tendiert nicht dazu, derartige Fehler zu machen, so wie das hier aussieht. Dann heißt das ja, dass Siegfried in der Nacht auch gesehen worden ist. Mittag, Nachmittag, abends, nachts, morgens. Dann wäre Siegfried aus dem Schneider. Dann ist das da gar nicht. Dann ist Oswald der Elex-Schmuggler. Ach so. Die Theorie steht auf den anderen Füßen, oder? Also ich habe jetzt gerade festgestellt, dass die anderen beiden Protokolle mir nichts sagen. Es ist einzig nur dieses eine Protokoll hier. Alles andere ist bla bla bla. Und ich weiß, dass die Queste unter dem Elex-Lieferanten mich auch nicht weiterbringt. Und ich habe alle drei angesprochen und es gibt keinen mehr, den ich verhören könnte. Also die Lösung liegt hier in diesen Sätzen. Und diese Sätze sagen ganz eindeutig, dass es Oswald, also ganz vielleicht nicht, aber sagen eindeutig, dass Oswald derjenige ist. Weil hier bei Siegfried habe ich hier einen Hinweis darauf, dass er tatsächlich nachts ein Alibi hat. Und bei Oswald habe ich das überhaupt nicht. Nochmal letzter Check, Oswald. Oswald ist am Morgen des fraglichen Tages beobachtet worden. Uninteressant. So, Siegfried. Blablabla. Und am Mittag ist Oswald auch beobachtet worden. Egal. Und abends. Also Oswald ist morgens, mittags und abends beobachtet worden. Aber nicht in der Nacht. Oh, ist das gemein hier. Hier steht, ich habe Siegfried von morgen bis Mittag beobachtet. Und in dem dritten Protokoll steht dann von mittags bis morgens. Oh, da soll einer drauf kommen. Aber Siegfried ist doch einer der Krallen, oder ist Siegfried keiner der Krallen? Oder vielleicht haben die Krallen ja gar nichts mit dem Schmuggel zu tun. Mal überlegen. In Edan, in Goliath, da hatten wir ja eine ähnliche Situation. Da gab es Katta, die war von den Krallen. Und es gab diesen, wie ist der, Ornia oder so ähnlich? Hinten bei Jora, diesen Typen, der da auch Elex extrahiert und Sachen in den Schlund wirft, der machte Geschäfte mit Bigby. Der macht Geschäfte mit Bigby. Und Bigby schmuggelt Stims über Ornia in die Stadt Goliath und lässt sie da über Ornia verkaufen. Das ist was Ähnliches. Da waren die Krallen nicht involviert. Bei Ornia ist keiner der Krallen, glaube ich. Das hätte sich mir zumindest niemals offenbart. Und das heißt, es könnte hier auch so sein, dass Siegfried einer von den Krallen ist. Dass Siegfried einer von den Krallen ist, aber mit dem Elex-Schmuggel nichts zu tun hat. Schwierig. Ich habe eine Idee, Moment mal. Ich habe eine Idee, wie ich mich irgendwie absichern könnte, ob das stimmt oder nicht stimmt. Also, was von den Varianten stimmt, das kann alles stimmen nach wie vor. Also laut Protokoll ist Oswald der Elex-Schmuggler und Siegfried ist unschuldig. Aber laut meiner Theorie würde Siegfried zu den Krallen gehören, was tendenziell dafür spräche, dass er mit dem Schmuggel was zu tun haben sollte. Ich habe mich verlaufen. Ray, wir müssen zu Siegfried. Wo ist Siegfried? Es ist gerade Nacht und das ist wichtig. Ich bin ja ganz falsch. Ach, ich bin ja ganz falsch. Komplett falsch bin ich. Ich habe gerade die wirre Idee, ob ich im Inventar derjenigen Person, die tatsächlich zu den Krallen gehört, möglicherweise eine Kralle sehe. Wo ist denn das? Hier war das. Oder? Jo, das ist die Werkstatt.
das da ist Siegfried. Speichern. Der schläft gerade. Taschendiebstahl bei Schlafenden ist relativ simpel. Zu einfach. Okay, Siegfried hat keine Kralle. Siegfried hat keine Kralle. Ja, warum denn nicht? Welchen Grund hätten Sie denn, uns zu belügen? Hat Oswald eine Kralle? Boah. Also ich möchte halt mich mit den Krallen irgendwie gut stellen. Das ist gerade mein Problem, deswegen mache ich ja so lange rum. Ich könnte jetzt auch einfach einen von beiden verpfeifen, aber ich will halt den für mich günstigsten verpfeifen. Ach, da steht so eine Pfeife, scheiße. Kannst du heute weggehen? Jetzt nicht. Nein. In der Reinheit liegt die Kraft Kalans. Lasst euch nicht verführen von den Versuchungen des Elex. Nur wer einen reinen Körper hat, kann erhoffen, von Kalan gerettet zu werden. Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Der Prophet Avid sagte schon, das Unheil naht. Kommt zu Kalan. Er ist der Erlöser. Steht hier unten immer einer oder gibt es auch mal eine Zeitspanne, wo hier unten keiner steht? Der Prophet wusste, was kommen würde und er sprach mit Kalan. Warte mal. Ich muss den irgendwie irritieren, diesen Typen. Schleichen, so während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Auf das ihr erleuchtet werdet. Komm mal um die Ecke. Schleichst du etwa? Ja, ja. Ey, dich da will ich, also ich will dich irritieren. Komm mal her. Schleichst du etwa? Wer ist denn hier? Ach, Schnauze. Du bist gar nicht gefragt. Ah, nee. Der Prophet gab uns die heiligen Schriften Kalans. Befolgt sie und ihr werdet in den Armen Kalans willkommen sein. Speichern. Ich glaube, ich muss es riskieren. Der Körper und der Geist muss rein sein. Ganz schnell. Schleichen, während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Okay. Hat funktioniert. Ich war schnell genug. Nach euresgleichen und bringt sie in die Arme Kalans. Das ist wie in Gothic Teil 2, dieser komische Herold am Marktplatz. Das war ja auch nicht auszuhalten. Ich hätte gut und gern Lust, dich zu verpfeifen, Oswald, weißt du das? Aber Oswald hat auch keine Kralle. Keiner von denen hat eine Kralle. Da bin ich mir sicher. Ach, scheiße. Nur mal, also ich hab noch eine ganz andere blöde Idee. Und die hat mit Kata zu tun. Kata gehört zu den Krallen, das weiß ich. Speichern. Zu einfach. Ich hab Katas Truhenschlüssel. Moment mal. Ich habe Red beklaut in Tavar und Red hatte einen Truhenschlüssel, Reds Truhenschlüssel. Ich habe niemals die Truhe von Red gefunden. Und ich weiß, dass Red zu den Krallen gehört. Ich weiß, dass Kata zu den Krallen gehört und ich habe gerade ihren Truhenschlüssel geklaut. Warum? Weil das Geld bringt. Damals wäre er davon nicht bestraft worden. Und jetzt gehe ich mal noch zu diesem Typen hier hinten. Zu diesem anderen Schmuggler. Ah, ist wieder schwierig hier. Scheiße. Oh, hier liegt noch was. Na, da schau an. So, Eisenerz. Ah, das ist schwierig. Speichern.
Wenn du so weiterschleichst, bekommen wir ein Problem. Ja, ja. Ich hab's jetzt nicht geklaut, ist aber auch egal. Der hat gar nichts. Der hat gar nichts. Das heißt, diejenigen, die zu den Krallen gehören, haben einen Truhenschlüssel bei sich. Diejenigen, die zu den Krallen gehören, haben einen Truhenschlüssel bei sich. Ich habe jetzt den von Cutter und ich habe den von Red. Aber wer ist der Krallentyp im Hort oder gibt es da gar keinen? Oder hat der Typ dann doch... Oh. Was ist denn das? Wenn du das sagst. Hier unten ist noch was. Nicht so laut. Aha. Wie kommt man da hin? Da oben ist die Taverne, das ist mir klar. Aber es gibt hier einen geheimen Keller. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie man hier reinkommt in diesen Keller? Okay, also das muss ich mir unbedingt merken. Also Goliath hat noch einen Keller. Und ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ach, das ist die Sache, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Es wurde irgendwann mal am Anfang vom Spiel die Frage aufgeworfen, wo eigentlich der Wirt, Orlan heißt er, glaube ich, die Sachen bunkert, die er den denjenigen abnimmt, die Schulden bei ihm haben. Ja, ich weiß, wo das ist. Aber irgendwie, vielleicht die berühmte Fackel, an der man ziehen muss. Ich halte mich da raus. Nee. Die hier? Ja, sowas. Wenn du das sagst. Es ist unter mir. So sicher ist das nicht. Habe ich doch auch gerade gesagt. Das hier, also hier bin ich am nächsten dran. Weg mit dir, Mensch. Da selbst dran schuld. Moment mal. Meine Scheiße. Ich weiß auch nicht. Du musst, ach, hier. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Scheiße. Was ist das? Da ist das Ding weg. Was ist das? Geh weg. Oh, Ray, kannst du bitte mal da weggehen? Du nervst mich gerade ganz massiv. Ich brauche einen Schlüssel. Ich muss den Schlüssel von Orlan klauen. Alles klar. Halt. Was bist du hier? Mit Truhe? Nee. Okay, aber das alles nur am Rande. Ich war jetzt, ich will Edex-Schmuggler. Oh, die Episode rennt mir schon wieder davon zeitlich. Ich brauche halt einfach ein bisschen länger, tut mir leid. Also, diejenigen, die zu den Krallen gehören, haben einen Truhenschlüssel. Die haben irgendwo haben die was, wo sie Truhen haben. Denn es kann mir keiner erzählen, dass ich weder die Truhe von Kata in Goliath finde, noch die Truhe von Red in Tavar. Wobei, die Truhe von Kata kann natürlich theoretisch da unten drin sein, wo ich gerade gewesen bin. Also, dieser Keller. Ah, scheiße. Ach, Mann. Jetzt muss ich sicherheitshalber... komm schon. Okay, vergiss es. Das kriege ich nicht hin. Ich schaff's nicht. Ich laufe ums Haus rum. Ist mir scheißegal. Ich krieg's einfach nicht hin. Ist mir zu kompliziert, darüber zu hüpfen. Ich muss vermutlich von Orlan einen Truhenschlüssel stehlen, nehme ich an. Speichern. Wer hat dich denn hereingebeten? Ach, jetzt habe ich den Crew gegriffen. Du solltest das lieber bleiben lassen. Ba, 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 ba. Ja, geht alle raus. Gebt mir einfach von der Fuchtel. Jetzt stehen die da an der Bar. Ist das so? Ich kotz gleich. Oh, könnt ich ihr... Ich auch nicht. Bitte. Ich habe gerade keine Zeit. Doch, hast du. Ich habe gerade keine Zeit, wie auch immer. Ich halte mich da raus. Mann, klau ich halt alles. Ich muss mich gerade abreagieren. Hier ist nicht zu helfen. Hier ist eine Kralle. Oh, Roman ist oben. Sei lieber still. Hast du sie noch alle? Schnauze. Oh, hier liegt rein. Ich einer bin mal weg. Draußen. Du brauchst dringend Hilfe. Ja, aber nicht was von dir. Was soll denn das werden? Ich spiele hier die Gläser.
Hey, was soll das? Kleiner Mana-Trank. Alles kein Stehen. Regt euch ab. Ich räume hier nur ab. Ich bin ja angestellt. Ich mache auch gleich sauber. Da hinten ist noch was. Ich gehe dann mal los. Pause. Ja, geht los. Ist eine gute was Idee. Was machst du da? So, ich will hier im Chaos. Ah, es ist ja. Geht doch einfach alle nach Hause. Ach, ihr seid hier zu Hause. Alles klar. Wir sehen uns später. Verschwinde. So, ich muss dann los. Ja. Okay, nochmal speichern. Sag mal, hatte ich Oran... Oran? Oran. Nicht schon mal K.O. gehauen? Und da hatte er keinen Schlüssel dabei. Das hier ist privat. Suchst du was? Ja. Oder hätte man vielleicht den... Überleg dir gut, was du tust. Bist hätte du man blöd? Vielleicht den Schlüsselbund von Alrik nehmen hey, müssen? Hey, lass das! Schnauze! Hör schon auf! Das ist alles verboten. Ah, jetzt schlägt er doch. Schön. Was soll der Scheiß? Ja, es ist ja gerade das Gras ausgebrochen. Die glotzen mich alle an. Alle. Ich bin gerade am Überlegen, ob Oran überhaupt einen Schlüssel dabei hat. Ich habe ihn doch schon mal umgehauen. Warum hätte ich dann, also warum sollte ich dann seinen Schlüssel nicht schon gefunden haben? Muss ich vielleicht Alrik beklauen wegen und seinen Schlüsselbund benutzen? Oh, ist das ganz kompliziert. Das Schleichen kannst du dir sparen. Nee, das ist wichtig. Zu einfach. Kein Schlüsselbund von Alrik. War da was? Ich habe gerade die Vermutung, dass man das Bestimmtes machen muss, wenn man seinen Schlüsselbund hat. Ey. Wer treibt sich denn hier um? Ich will handeln. Sicher doch. Ich brauche deinen Schlüsselbund. Scheiße, der hat doch überall gepasst. Ich hab's nicht gerafft. Tut mir leid. Ja. Nee. Chaosfolge. Wer treibt sich denn hier um? Da ist er selbst dran schuld. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Und nochmal speichern. Nein, das mit dem Taschendiebstahl bei Oran funktioniert nicht. Ich glaube, da bin ich nicht gut genug. Und er schläft ja auch nie. Und deswegen... Deswegen... Alles zurück auf Anfang. Ich habe ja einiges übersehen. Einen mächtigen Heiltrank. Da oben ist auch was. Wie kommt man denn da hin? Hier gibt es keine Leiter, richtig? Oh, es ist alles dunkel hier. Also, rein technisch gesehen. Was ist denn los? Geht der Held hier so hoch? Aber... Eigentlich wird er von, wie nennt man das, so eine Räuberleiter mit Ray. Ne? Heimlich. Goldener Kelch und uraltes Tagebuch. Ja, aber das nur am Rande. Nee, ich glaube, hier bin ich jetzt falsch. Ich muss zurück nach Ignadon. Ignadon. Also Orans Tavernenkeller bleibt mal noch auf der Liste und ich habe die Befürchtung, dass ich dafür Alriks Schlüsselbund gebraucht hätte. Denn ich habe Oran schon mal umgehauen und dabei hatte er keine Schlüssel dabei, glaube ich. So, du hattest auch nichts. Macht euch bereit auf das, was da kommen mag. Ja toll, jetzt ist ja keiner, super. Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Ja, du mich auch. Und nun, lasset uns beten. Tja. Meine aktuelle Theorie ist, dass die Mitglieder der Krallen einen Truhenschlüssel bei sich haben. Aber wer ist hier der Kralle, der Krallentyp? Entweder stimmt die Theorie nicht oder es ist weder Oswald noch, ich habe mich verlaufen, Siegfried. Moment mal, speichern. Zu einfach.
Xander ist der Ratten... der Krallentyp. Xander. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich beklaue jetzt jeden, der nur ansatzweise mit der Quest zu tun hatte. Ich hätte jetzt auch Dietrich und Reinhold und wie sie alle heißen aufgesucht. Wobei Reinhold hätte ich ausgeschlossen. Der kann kein Krallentyp sein und Dietrich eigentlich auch nicht. Und Hagen hätte ich auch noch beklaut. Aber es ist Xander. Xander ist der Typ von den Krallen. Laut meiner Theorie. Und das heißt, ich sollte das tun, was Xander mir gesagt hat. Und das heißt, ich sollte Siegfried verpfeifen. Okay, liebe Querlinge, dann weiß ich, was ich tun soll. Nach ganz, ganz, ganz viel Chaos und Ablenkung in Goliath weiß ich jetzt, was ich tun soll. Und das tue ich dann auch im nächsten Teil. Bis dahin!